Wirklich? Mann, ist das alles hässlich. Wer ist denn für sowas verantwortlich? Was denkt sich der Designer von der Urne Meeresgrund? Was denkt der sich, wenn der abends nach Hause kommt? Der kann doch nicht froh sein. Urnen in Vereinsfarben? Im Ernst? Frau Fatius, bei Fußballfans ist sowas sehr, sehr beliebt. Herr Borowski, wir müssen das anders angehen. Stefan war ein besonderer Mensch. Das darf nicht irgendeine Beerdigung sein. Das muss besonders sein. Das darf nicht so sein, dass die Menschen einfach nur weg wollen, da sitzen und... Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Ja. Das muss ein Fest sein. Das muss... Verstehen Sie? Ja, ich glaube schon. Mit Musik und mit Tanz und ganz vielen Blumen. Mhm. Mit einer Brassband zum Beispiel. Geht das? Können Sie sowas besorgen? Eine Liveband? Ja, ich müsste da nur ein paar Telefonate und dann... Klar. Dann bräuchte es wahrscheinlich ein Motto, ja? Motto, ja. Was ihn so zeigt, wie er wirklich war. Oder, Tonio? Was hat den Papa ausgemacht? Keine Ahnung, er war Zahnarzt. Denk dir was aus. Wir sind hier heute zusammengekommen, um uns von Sarah zu verabschieden. Aber was bedeutet das? Abschied. Abschied nehmen, das bedeutet loslassen. Wir lösen uns heute von einem geliebten Menschen, damit wir weiterleben können. Aber das bedeutet nicht, dass wir ihn vergessen müssen. Ganz im Gegenteil. Wir sind heute hier, um uns an Sarah zu erinnern, alle zusammen. Sarah würde jetzt sagen, macht euch locker. Macht euch doch mal locker. Und deswegen möchte ich euch alle bitten, aufzustehen. Steht bitte alle auf. Kommt, wir machen uns alle locker. Jetzt möchte ich euch bitten, dass wir uns nicht mehr hier drin verstecken. Lasst uns nach draußen gehen und in die Welt hinausrufen, von was für einem wunderbaren Menschen wir uns heute verabschieden. Lasst uns verlieren stehen für Sarah. Komm! Sarah, du lebst mein Schatz! Ich hab's geliebt, dein Nacken zu küssen, deine Ohren zu beißen. Du warst die mutigste, Sarah! Sarah, wir vermissen dich! Du hast mich so oft zum Lachen gebracht! Du warst der wundervollste Mensch, den ich kannte! Außer Stefanie! Du warst eine tolle Freundin! Ich liebe dich! Hier verbringst du also deine Mittagspause. Auch ein Ronny braucht ein wenig Tageslicht. Kann ich mal abbeißen? Kannst du nicht so blöd. Grinst doch gar nicht. Du machst mich irgendwie unsicher. Weißt du das eigentlich? Ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Hatten deine Eltern eigentlich noch? Hä? Noch Sex? Keine Ahnung. Will ich mir nicht vorstellen. Hä, warum fragst du denn sowas? Weil Andi und meine Mutter sich gestern durch einen halben Ausstellungsraum gevögelt haben. Okay. Ich hab da Dinge gesehen. Ich krieg auch Andis kleinen weißen Arsch einfach nicht mehr aus meinem Kopf raus. Nee, echt, der ist die ganze Zeit da. Es ist egal, was ich mache. Wenn das Schlimmste geschieht und Sie jemanden Besonderen verlieren, was für einen Bestatter wünschen Sie sich dann? Jemand, der Ihnen tief und traurig in die Augen schaut? Jemand, der fest Ihre Hand hält und Ihnen dann den erstbesten Sarg verkauft? Nein? Dann kommen Sie zu Bestattungen Borowski.
Willkommen bei Bestattung Borowski. Seit über 100 Jahren im Familienbesitz. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, aber eingestaubt ist hier nichts. Wir sind menschlich, offen, lebendig. Wir kümmern uns nicht um Pietät, uns geht's um Emotionen. Wir wollen Geschichten erzählen, Feste feiern. Und wir sind uns für keinen Einfall zu schade. Ihr Ehemann konnte in der zweiten Hälfte seines Lebens sexuelle Erleichterung nur noch mit Hilfe von Hackfleisch erlangen. Und Sie möchten diesen Aspekt gerne in die Trauerfeier einfließen lassen? Ihre Mutter hatte einen grünen Daumen und jetzt möchten Sie Ihre Reste im eigenen Garten verteilen. Warum nicht? Weil es nicht erlaubt ist. Ihr Vater hat Sie ein Leben lang tyrannisiert und jetzt möchten Sie es ihm heimzahlen. Ach, was soll denn das? Das geht so nicht. Kommen Sie zu uns, vertrauen Sie uns Ihre Geschichten und Ideen an und wir versprechen, wir machen das. Wir geben unser Bestes. Nein, nein, das geht nicht. Das ist alles möglich. Nein, das geht nicht. Man muss den Leuten anbieten, dass sie das machen. Nein, aber das dürfen sie nicht. Das ist ein Angriffsfall. Ich würde mich gerne von uns beerdigen lassen. Und verbringt tolle Zeit miteinander. 25 Jahre. Man bekommt tolle Kinder. Man streitet sich. Man versöhnt sich. Und dann... Dann verabschiedet sich dieser Drecksack. Das ist meine Leiche! Trufatius. Borowski, der Bestatter. Mein herzliches Beileid. Ist Ihnen auch jemand gestorben oder warum stehen Sie so krumm? Bitte. Was hat denn Papa ausgemacht? Keine Ahnung, er war Zahnarzt. Der Stefan hat in den letzten 2 Jahren so gut wie nichts verdient. Naja, wenn er nicht zur Arbeit ist, wo ist er dann hin? Und dann habe ich hier einen 8 Jahre alten Mietvertrag gefunden. Klingt nach Garage. Was hast du mir eigentlich alles nicht erzählt? Ich muss eine Familie versorgen. Ey. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich das mit den Trauerreden ja jetzt professionell machen könnte. Ich möchte doch einfach nur eine Chance, um mich zu beweisen. Ich bin nicht so schwach, wie Sie denken. Aber Sie können doch nicht sagen, dass dieses Gedicht zu jeder Beerdigung passt. Oh doch, das tut es. Nein, das tut es nicht. Doch. Nein. Du rennst jetzt euphorisch in diese Sache rein und dann bäm, liegst du nach einer Woche heulend unter Bett. Wird alles gut. Ich habe wirklich immer alles falsch. Also wenn du mich wirklich fragst, ob es einen richtigen Weg gibt zu trauern, ne? Oh. Papa, was sag ich wieder? Was sag ich? Ich glaube, dass jedes Leben und jeder Tod eine Geschichte haben, die sich lohnt, erzählt zu werden. Yeah. Frau Fazius. Herr Elster. Danke. Viel Glück auf Ihrem Weg.